Und jetzt erhält Sebastian Brehm für die CDU-CSU das Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach den aktuellen Zahlen der Herbstprognose der renommiertesten Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland wird für dieses Jahr eine Inflation von durchschnittlich 9%, wir sind ja gerade sogar über 10%, und für das nächste Jahr eine Inflation von 9,6% vorausgesagt, kam gerade diese Woche. Dass die Inflation auch übrigens durch die Energiepreise getrieben ist, sind wir uns einig. Wir haben es mit einem Angebotsschock zu tun. Aber anstatt eine Angebotsausweitung vorzunehmen, ganz vernünftige marktwirtschaftliche Instrumente, schafft die Bundesregierung Maßnahmen rein auf der Nachfrageseite, die verkonsumiert werden. Also, das Angebot bleibt knapp und Sie erhöhen die Nachfrageseite. Damit heizen Sie die Inflation brutal weiter an. Und die 500 Milliarden neue Schulden, die Sie jetzt aufnehmen wollen in diesem Jahr, gießen noch mal weiteres Öl ins Feuer der Inflation. Sie machen die Menschen mit Ihrer Politik ärmer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ludwig Erhard hat mal dazu gesagt, die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige und er hat noch gesagt, sogar verbrecherische Politik hervorgerufen. Und Ihr Chaos, was Sie machen, Ihr dauerndes Hin und Her, der eine sagt, wir senken Mehrwertsteuer, der andere sagt, wir senken sie nicht. Gerade haben wir gehört, Mehrwertsteuer senken ist schwierig. Eine Stunde vorher haben Sie die Mehrwertsteuer gesenkt. Dieses Durcheinander macht die Menschen in unserem Land Tag für Tag ärmer. Sie löschen Feuer mit Benzin und die Inflation wird durch Ihre Politik weiter steigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist übrigens auch die Diskussion um die temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auf 0% richtig, um die Menschen in unserem Land kurzfristig zu entlasten. Sie haben gesagt, das ist kein Instrument. Vor zwei Stunden haben Sie es als Instrument noch verkündet und haben es hier im Bundestag beschlossen bei der Senkung der Mehrwertsteuer auf Gaspreise. Also völlig unlogisch, wie Sie hier argumentieren. Übrigens, dass die Linke mal Steuersenkungen im Bundestag fordert, das muss ich wirklich heute natürlich mit roter Farbe im Kalender anstreichen. Ich würde mir wünschen, dass Sie, wenn wir Steuersenkungen vorschlagen, auch mal diesen Gedanken weiter beitreten könnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die EU hat die Möglichkeit geschaffen, die Umsatzsteuer im Bereich der Lebensmittel sogar weiter zu senken. Und deswegen ist der Gedanke richtig, sich darüber Gedanken zu machen. Wir haben ja schon im Februar gefordert, die Umsatzsteuer auf Gas zu senken. Im Februar. Sie hätten die Bürger schon wesentlich früher entlasten können. Aber Sie haben es nicht getan und haben gezögert und gezaudert und in der Koalition diskutiert. Heute haben Sie es gemacht. Ein richtiger Schritt. Wenn man aber die Umsatzsteuer bei Lebensmitteln senkt, dann muss man systematisch vorgehen. Deswegen ist der Ansatz richtig, sich die ganzen Sonderfälle auch mal anzuschauen. Ist die ganzen Sonderfälle, also Kartoffel 7%, Süßkartoffel 19%. Man könnte diese ganzen Beispiele, die ja genannt werden, immer weiter fortsetzen. Also wenn, lassen Sie uns zusammensetzen. Sie haben gesagt, es ist notwendig, hier was zu tun. Sie sind an der Regierung. Tun Sie was, handeln Sie. Wir werden mit Ihnen sprechen und werden mit unserem steuerlichen Verstand uns hier in die Diskussion mit einbringen. Aber bislang ist es ja bei Ihnen so in der Ampel, dass Sie auf unsere Expertise komplett verzichten. Es gibt ja nicht einmal Gespräche. Also fangen Sie an, mit uns zu sprechen. Gerade in der jetzigen Zeit wäre es notwendig, dass Sie uns mit einbinden, um die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu entlasten. Das ist doch unsere erste Pflicht, anstatt so einen Streit und so ein Chaos in der Regierung hervorzurufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen, ich habe ehrlich gesagt Befürchtung. Wenn man jetzt schon anfängt, wir müssen dann mit der Mehrwertsteuer sozusagen den Konsum leiten. So ist es ja vorhin gesagt worden. Das heißt, auf Gemüse fordert ja den Grünen auf Gemüse 7%, aber bei Fleisch erhöhen wir es. Ja, das war in Ihren Forderungen enthalten. Das wäre doch falsch. Wir begünstigen, und das hat die Staatssekretärin gesagt in ihrer ersten Äußerung, wir begünstigen die Ananas aus Südamerika. Und wir belasten die guten Landwirte auch der Fleischproduktion, der regionalen Fleischproduktion in Deutschland. So können Sie das doch nicht machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn, lassen Sie uns wirklich systematisch vorgehen. Und wenn die FDP übrigens sagt,
schwierig. Also wir können da ganz schwierig beitreten. Sie haben begonnen übrigens diesen ganzen Senkungsdiskussion damals mit 7% Mehrwertsteuer in der Hotellerie. Also deswegen können wir miteinander diskutieren. Deswegen können wir miteinander diskutieren und uns abstimmen. Lassen Sie uns in ruhige und fachliche Gespräche im Finanzausschuss zusammensitzen. Aber Sie sind am Zug. Sie müssen uns auch die Gespräche anbieten. Bislang haben Sie die alle ausgeschlagen, um Ihre eigenen Streitigkeiten erst mal auszutragen. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Diskussionen im Finanzausschuss. So, zum Abschluss der Debatte bin ich gespannt, wie weit wir in der Historie zurückgehen. Letzte Redner.